Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Yunjin Lee mit einem Wunschperk-Bild vom lieben Twinkie. Ich grüße dich. Vielen Dank für dieses ganz tolle Perk-Bild, das ein ja, Gen Rush-Perk-Bild eigentlich ist. Komplett. Und zwar mit zwei neuen Perks. Einmal von Ada, oben das Perk, das jetzt gerade auch aufgeladen wird. Wir spielen gegen Boba. Erst an dem Gen da vorne. Das ist ganz gut. Scratchies. Gut. Oh, Bambusel, auch gut. Ah, okay, Verwanzen, auch gut. Das macht Verwanzen. Der Gen leuchtet gelb und man kann den überladen. Die Aura des Killers sehen im 14 Meter Radius. Sobald er dagegen tritt, dann wird das Perk deaktiviert. Ich mache das hier mal auch drauf. Er läuft da weiter lang. Okay, bambuselt. Ich habe schon zwei Stacks auf Observierung. Und mit Beweise dich arbeite ich hier. Also nicht ich, aber die andere Person arbeitet schneller. So, er tritt vermutlich jetzt gegen den Gen. Ja. Hat hier Ruf der See draufgepackt. Oder Stromstoß. Ist hier noch eine Palette. Boah, damit manövriere ich mich hier aber sowas von ins Aus. Okay, sie wurde schon gerettet. Ich habe vier Stacks auf Observierung. Das sollten wir jetzt doch mal hinkriegen hier. Stromstoß war es bestimmt, ne? So. Aha, überladen zählt nicht als großartiger Fähigkeitscheck. Das ist auch zu wissen. Ja, Verwanzen haben wir jetzt mehrfach gesehen. Hyperfokus, damit sammle ich Stacks. Für jeden großartigen Fähigkeitscheck bekomme ich einen Stack und es erhöht die Chance, dass Fähigkeitschecks überhaupt entstehen. Bis zu 6 Stacks kann ich sammeln und die werden 4% schneller jedes Mal pro Stack. Und ich kriege einen 30-prozentigen Zusatz an Fortschritt auf den großartigen Fähigkeitscheck. So, durch Observierung, jetzt sind alle Stacks weg, habe ich vier Stacks gesammelt im Terrorradius des Killers. Jeder Stack auf Observierung ist ein Stromstoß. Nee, Ausbruch. Macht aus einem normalen Skillcheck einen großartigen Skillcheck. Ich gehe hier. Das war nicht gut. Ich muss wieder raus und weg vor allem. Er geht an meinen Gen. Ich bin aber immer noch, seht ihr da rechts, von Ausbruch betroffen. Geht zurück. Okay, dann gehe ich lieber wieder an meinen Gen. Aber er geht auch lieber an meinen Gen. Ich sammle nochmal Observierungstokens. Da hat er mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Bill hat bestimmt geliehene Zeit. Da ist er wieder. Ich habe drei Stacks auf Observierung. Und gehe wieder an meinen Gen, der auf 50% runter ist. Das sieht man, zwei Kolben wackeln nur noch. Den habe ich so großartig getroffen, erster Stack. Ich nutze Verwanzen jetzt nicht. Zweiter Stack auf Hyperfokus. Observierung lädt wieder auf. So, und jetzt sind alle Stacks weg.
Er ist da vorne. Denn wir sind fertig mit dem Gen. Auch wenn eine Heilung abgeschlossen ist, verliert man alle Stacks. Oder wenn man einen Skillcheck versaut, dann verliert man auch die Stacks. Kommt hier wieder in die Richtung. Ich setze jetzt mal die Falle. Das ist ganz gut, so kann ich eigentlich Observierung auch gut wieder aufbauen. So, wir müssen wegrennen. Bliblüpp, meine Falle ist wieder weg, du musst weg. Und ich biete mich mal an. Was ist das hier? Ja. Warum rennt sie in diese Richtung hier? Hier müssen wir keine Gens mehr machen. Er ist weg von mir. Na gut. Also eigentlich müssen wir diesen Gen hier sogar sein lassen. Er kommt hier wieder hin. Ich habe hier die Palette noch. Wo ist sie nur? Wo ist sie nur? Okay, ich habe nur geschafft. Oh. Ja, okay, dann mal gucken. Ein Zähler, zwei Zähler. Ich haut dagegen extra. Vier. Jetzt raus. Oh nein, es war eine Millisekunde zu spät. Eine Millisekunde zu spät. Wenn er so dagegen sägt, dann sieht das so aus, als hätte er aufgehört zu sägen danach. Dann geht immer seine Säge so kurz runter. Und darauf muss man warten, wenn man in den Gen reingeht. In den... Wie heißt das? Schrank. Nicht Gen. Schrank. Dass er die Säge so ein bisschen runternimmt. Bill hat wirklich geliehene Zeit. Ah ja, dann, mein Freund, lass uns hier mal ein bisschen am Hauptgebäude rumrennen. Das Fenster hier ist... Ich bin runtergefallen. Oh, das ist richtig doof jetzt. Bambuselt, okay. Ja, das war richtig doof, dass ich da runtergefallen bin. Ja, wenn er Bambusel nicht hätte, ne? Wenn er Bambusel nicht hätte. Okay, Bill wartet hier schon auf den Anhook. Ganz gut eigentlich. Was haltet ihr von meinem wunderschönen neuen Outfit? Yunjin mag ich ja sowieso so gerne. Ich finde diese Jacke so cool mit diesem Zebra-Muster und der Musikkrawatte. Es passt richtig gut zu ihr. Sie ist ja Musikproduzentin. Ich finde es großartig. Vielleicht ist Perk-Bild zu Ende erklärt. Beweise dich, ist ja ein altbekanntes Perk. Das macht das, wenn ich mit jemand anderem zusammen am Gen arbeite. Uch. Okay, lass uns mal hier lang gehen. Danke fürs Nicht-Tunneln. Darf ich woanders hin? So. Sie rennen dort entlang. Ich würde total gern woanders hin. Richtung Ausgang wäre schön. Gehen wir mal Richtung Ausgang. Was halten wir davon? Obwohl, ich bin der John Hook. Ich snack mir die Kiste hier in der Ecke. Ja, es sind drei Outfits, die ich hier miteinander kombiniert habe. Und ich finde es wirklich richtig gut. Es gefällt mir super. Oh nein! Warum macht ihr auf? Okay. Was tun, was tun, was tun? Ich bin super laut und einsam und verlassen. Bitte helft mir. Wer hat den Ausgang aufgemacht? Ich bin schon zweimal hingefallen und konnte nicht von alleine wieder aufstehen. Der Ausgang ist offen. Okay. Geht jemand anderes retten? Ich kann hier einen Haken sabotieren. Hilft das? So, kann ich machen. Habe ich geholfen? Nein? Sonst kann ich gerade nicht viel tun, leider. Ich kann noch einen Haken sabotieren.
vielleicht. Ich sehe keinen weiteren Haken gerade. Den hier. Den kann ich noch sabotieren. Hilft das? Nee, Bill hängt irgendwie immer noch. Ja, gegen Bubba im Endgame. Offene Tür. Bill hängt am Haken. Bubba steht vermutlich davor. Kann ich irgendwie auch nicht sehr viel tun. Mein Perk-Bild habe ich... ja, das ist gut. Tanken kann man halt auch nicht. Das heißt, Ada hat sich jetzt geopfert für Bill. Wobei sie einen M1-Hit gekriegt hat. So. Klasse. Okay, wir sind raus. Die anderen müssen jetzt auch raus sein. Die Ausgänge waren gegenüber voneinander. Das war doch super. Gucken wir noch mal schnell zu. Rangklassenfortschritt mal wieder. Gefailed. Also ich krieg keine Pips mehr, leider. Och, Bill, geh raus. Oh, hat der Lichtgeborene dabei? Nein, Bill konnte einfach nur nicht zielen. Oh nee, ich hätte keinen Pip gekriegt. Na gut. Aber habe ich einen Minus-Pip gekriegt dafür? Nee, ich habe einen Pip gekriegt. Ich habe einen Pip gekriegt, obwohl ich einen Rangfortschrittsfehler habe. Oder habe ich keinen Pip gekriegt? Wir werden es nie herausfinden. Keine Ahnung. So, was hatte er dabei? Bambusel, wussten wir. Zu Deutsch, verblüffen. Den Geißelhaken. Das war das. Und Stromstoß? Nee, kein Stromstoß. Ausbruch. Kein Stromstoß. Das war der Geißelhaken. Deswegen hat der Jen so gebrutzelt. Und überladen. Ja. Das ist eine ziemlich starke Perk-Kombination. Auch auf dem Kannibalen, auf Bubba. Stark. Twinkie, vielen Dank für dieses Gen Rush Perk Bild. Ich hoffe, die Runde hat dir gefallen. Ich grüße dich und ich sage GG. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.